Ja, hier ist Marc Bellinghaus, euer Influencer. Ich kann euch gerade leider nicht mein Gesicht zeigen, weil ich noch nicht präparabel bin, also vorzeigefähig. Das mache ich nachher. Aber diese Message ist wichtig. Das ist eine Message an Lisa Jobst, die Präsidentin der GdBA. Frau Jobst, ich weiß nicht, was Sie zu den Fuck-Ups von Ihrem Vertreter sagen, aber ich wäre an Ihrer Stelle nicht so besonders happy, was Herr Westermeier getan hat, was ich ihm jetzt nachgewiesen habe. Das ist absoluter Verrat an seinen Kolleginnen und Kollegen. Oder glauben Sie nicht? Glauben Sie, das ist nicht so big deal, ja? Jetzt werden Sie mal zeigen, ob Sie wirklich eine Präsidentin sind und ob Sie noch weiter zu diesem Kerl stehen, so wie Sie die ganzen letzten Monate und so. Man denkt ja schon, er ist schon Präsident. Das ist wirklich unfassbar, was der hier getan hat. Ich wiederhole nochmal, 390 Menschen aus Münster haben sich gegen eine Intendantin Kostolmann ausgesprochen. Verstehen Sie das? Und ich habe eine neue Petition gestartet, das sind auch schon wieder über 109 Leute, die unterschrieben haben. Das sind also insgesamt 500 Leute, die sich gegen eine Weiterführung der Kostolmein-Intendanz ausgesprochen haben. Und da kann Herr Westermeier noch so schleimen und intrigieren. Er hat sich ja wirklich da wirklich eingeschleimt wie kein anderer. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Der Mann sollte sofort zurücktreten. Er ist unglaubwürdig. Ich werde nachher nochmal posten, was die GdBA wegen dieser Kündigung getan hat. Diese NV-Kampagne ist Bullshit, wenn sie nichts dagegen tun. Verstehen Sie? Herr Westermeier sagt sozusagen durch die Blume, ja, er hat mir ja auch eine E-Mail geschickt, wo er sozusagen Frau Kostolmein verteidigt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wofür gibt's die GdBA noch? Können Sie mir das mal erklären? Ist das Bullshit oder was? Ich bezahle hier meine Beiträge. Und zwar auch nicht so wenig. Und ich will meine Kohle zurück. Sie können mich gerne rausschmeißen. Ich habe keinen Bock mehr auf so einen Scheißverein, der die Leute verarscht. Was machen Sie denn? Denken Sie mal an die 45 Leute. Mir haben 20 Leute geschrieben, haben sich bei mir bedankt. Ich mache Fußarbeit und Sie machen alles nur Bullshit. Sie lachen in die Kamera, machen Ihre eigenen Videos. Sie benutzen ihren Titel Präsidentin. Nur für ihre persönliche Fortkommen als Schauspielerin, das ist doch fuck up, das ist doch Bullshit. Von wen wollen Sie denn verarschen, bitte? Ha? Denken Sie an die Leute, denken Sie an die Mutter, die mit ihrer Tochter von Münster weg musste, weil diese alte Kostolmein diese arme Schauspielerin rausgeschmissen hat. Wo sind wir denn hier? Und Herr Rowold, Sie brauchen keinen persönlichen Hass auf mich haben, ich bin selbst schwul. Und sie haben sich da richtig schön reingelegt. Es ist unfassbar, was sie machen mit Menschen. Sie haben, es interessiert sie gar nicht. Es interessiert sie nicht.